Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 55, Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke. Entschuldigung, bevor ich dazu komme, muss ich Ihnen noch erzählen, was an Ihren Plätzen eingegangen ist. Der dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der AfD für die konsequente Bekämpfung jedweder Form des Extremismus, Drucksache 20-1283. Und ein bisschen mehr Ruhe bitte, es ist noch keine Mittagspause. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 87 und kann, wenn niemand widerspricht, tut niemand, mit Top 55 zu diesem Thema aufgerufen werden. Und zu Top 55 kommen wir jetzt. Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke. Rechte, Drohung, Rassismus, Gewalt und Terror brauchen Gegenwehr. Zivilgesellschaft, Prävention und Strafverfolgung stärken und Waffenrecht verschärfen. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 83, dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Klare Haltung und konsequente Maßnahmen im Kampf gegen Rechtsextremismus. Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 86, Fraktion der Freien Demokraten. Freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen, Konsequenzen aus rechtsextremen Vorfällen ziehen, zusammen mit dem eben gerade vorgelesenen Antrag der Fraktion der AfD für die konsequente Bekämpfung jedweder Form des Extremismus. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Schaus zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bedrohung und Gewalt durch die extreme Rechte haben in Deutschland und Hessen ein schreckliches Ausmaß erreicht, sodass eine gesellschaftliche und politische Reaktion dringend nötig ist. Seit 2015 gab es einen dramatischen Anstieg rechter Bedrohungen und Gewalttaten. Allein in Hessen gab es in den vergangenen 12 Monaten hunderte rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche und neonazistische Bedrohungen und Gewaltdelikte. Sogar im Bericht des Geheimdienstes, der bekanntlich nicht gerade die Speerspitze im Kampf gegen die extreme Rechte ist, ist nachzulesen, dass die politischen Straftaten der extremen Rechten allen anderen politischen Straftaten zusammengenommen um mehr als das Dreifache übersteigen. Dies zeigt den Ernst der Lage. Im Internet gab es einen dramatischen Anstieg der Hasskriminalität. Nach Angaben der Landesregierung wird das strafrechtlich aber nur in den seltensten Fällen geahndet. Wir haben nachgefragt. Von 350 Beleidigungen und Drohungen, die alleine vor dem Mord gegen Dr. Walter Lübcke ausgesprochen wurden, hat die Justiz nur 10 Fälle verfolgt und am Ende nicht einen einzigen Fall geahndet. Wie kann das sein? In Hessen gibt es zunehmend Bomben- und Gewaltdrohungen gegen Amtsgebäude und Amtsträger. Der Hessische Rundfunk hat jüngst dargestellt, wie groß das Ausmaß der Bedrohung von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern ist. Es gibt hunderte Betroffene. Seit nunmehr über einem Jahr gibt es Morddrohungen gegen eine Frankfurter NSU-Opferanwältin und ihre Familie. Diese Drohungen werden stets mit NSU 2.0 unterschrieben. Diese Drohungen enthielten Behördendaten, abgerufen aus einem Polizeicomputer des ersten Polizeireviers in Frankfurt. In der rechten Szene kursieren diverse Listen mit bis zu 25.000 flüchtlingsfreundlichen Personen. Eine Atomwaffendivision droht mit apokalyptischen Gewaltfantasien. Ein sogenanntes Staatsstreichorchester verspricht Attentätern Geld, um bestimmte Personen zu töten. Flüchtlingsunterkünfte, Flüchtlingshelfer, Wohnprojekte und Einrichtungen in Hessen wurden bedroht und angegriffen. Und so schlimm und abscheulich das alles schon ist, es bleibt leider nicht bei Drohungen. Der Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, der Mordversuch am Eritreer Bilal M. in Wächtersbach, der Beschuss von Migrantinnen und Migranten mit Stahlkugeln in Taunusstein, das sind schwerste Straftaten gegen das Leben, die offenkundig von Neonazis und Rassisten begangen wurden, und zwar nur aus dem einen Grund, Hass auf Menschen mit anderem Aussehen oder anderer Herkunft. Und das ist unsagbar schäbig und niederträchtig. Wir müssen die Täter stellen und das Neonazi-Umfeld austrocknen. Seit einem Jahr
reisen auch die Berichte über inzwischen mehrere Dutzend hessischer Polizistinnen und Polizisten nicht ab, die sich rassistisch und ausländerfeindlich betätigt haben sollen. Auch die Zahlen gehen leider weiter in die Höhe. Hessen hat sich als Reaktion auf den Terror des sogenannten NSU vorgenommen, dass Vergleichbares nie wieder passiert. Die Realität ist aber, es laufen aktuell mehrere Prozesse und Ermittlungsverfahren in Hessen, Bayern und beim Generalbundesanwalt gegen die militante Neonazi-Vereinigung Combat 18, gegen die militante Neonazi-Vereinigung Aryans, gegen den hessischen Bundeswehrangehörigen Franco A. und sein Umfeld in Hessen, gegen das Umfeld des mutmaßlichen Lübcke-Mörders Stefan E. Und das wird immer größer. Rechter Terror ist leider Realität in Hessen, auch nach den NSU-Morden. Auch Berichte und Verfahren gegen neonazistische Gruppen innerhalb anderer Behörden reißen nicht ab. Von besonderer Bedeutung sind die sogenannten Kreuzgruppen, in welchen sich Soldaten und Polizisten zusammen mit Neonazis organisiert haben, um Anschläge an einem Tag X zu verüben. Meine Damen und Herren, das war eine lange Auflistung, und sie ist schrecklich. Aber es ist nötig, klar auszusprechen, wie ernst, wie konkret und wie alltäglich Bedrohung und schwere Gewalt durch die extreme Rechte und durch Neonazis sind. Und es ist nötig, die Fehler nicht zu wiederholen, die uns seit dem NSU-Komplex schmerzhaft begleiten. Und deshalb führen wir diese Debatte hier und heute. Alle Fraktionen müssten unserem Antrag eigentlich zustimmen. Alle, außer der AfD natürlich, die für die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas Mitverantwortung trägt. Ich habe die Worte des Ministerpräsidenten vernommen, der sich wiederholt gegen rechte Hetze im Internet gewandt und intensive Strafverfolgung angekündigt hat. Ich habe den Innenminister gehört, dass das Waffengesetz, der das Waffengesetz verschärfen will. Und ich habe auch die Stimmen bei den GRÜNEN vernommen, die sich für eine weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes im Zusammenhang mit dem Lübcke-Mord ausgesprochen haben. Aber das muss jetzt auch passieren. Ankündigungen, meine Damen und Herren, reichen uns nicht. Wir fordern erstens keine Ehrung von Repräsentanten oder Mitgliedern rechtsradikaler oder neofaschistischer Parteien in oder durch öffentliche Ämter. Ich denke, hier ist klar, was wir meinen. Die Gemeinde Altenstadt wurde leider weltweit dadurch bekannt. Wir sagen zweitens, die zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus müssen gestärkt werden. Ich fordere alle auf, dafür in den Haushaltsberatungen einzutreten. Lassen Sie uns die Mittel und Möglichkeiten dieser Programme weiter erhöhen. Wir sagen drittens, Hasspostings im Internet müssen verfolgt werden, so wie jede andere Beteiligung und Bedrohung auch. Es kann nicht sein, dass hier faktisch keine Strafverfolgung stattfindet. Und, Herr Ministerpräsident, ein Hashtag ersetzt keine Politik und Strafverfolgung. Es braucht eine zentrale Meldestelle, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich dann daran setzt, die Anzeigen abzuarbeiten. Konsequente Strafverfolgung nach den bestehenden Gesetzen ist und bleibt notwendig. Wir fordern viertens eine konsequente Strafverfolgung von rechten Bedrohungen und Gewaltdelikten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wir haben die Zahlen abgefragt, und die sind unbefriedigend. Wir fragten nach rechten Mord-, Gewalt- und Bombendrohungen seit 2015. Als Antwort wurde uns 350 Fälle genannt. Aber wie kann das sein, wenn alleine gegen Walter Lübcke vor dem Mord 350 Drohungen ankamen? Dazu hunderte Amtsträger in Hessen, die NSU-Anwältin, Landrat Pieper. Das sind doch mehrere hundert im Jahr. Also entweder stimmt die Statistik nicht, oder wir haben eine riesige Dunkelziffer. Deshalb wäre es so wichtig und richtig, endlich die von Linken und SPD so lange geforderte Dunkelfeldstudie durchzuführen.
Als fünften Punkt fordern wir, endlich militante Neonazis-Gruppen wie Combat 18 und Eudoxie zu verbieten. Auch beim sechsten Punkt müsste eigentlich Einigkeit bestehen. Eine konsequente Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffgesetzes mit dem Ziel, Personen mit erkennbar menschenfeindlicher, rassistischer oder neonazistischer Orientierung sämtliche Zugänge zu Waffen und Sprengstoff dauerhaft zu verwehren. Wir wissen, der Waffenvermittler des Lübcke-Mörders ist selbst militanter Neonazi und konnte sich trotzdem legal Waffen und Zugang zu Sprengstoff verschaffen. Damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Als siebten Punkt fordern wir eine konsequente Disziplinierung und gegebenenfalls auch strafliche Ahndung menschenfeindlicher, rassistischer und neonazistischer Äußerung und Betätigung im öffentlichen Dienst, insbesondere bei den Sicherheitsbehörden. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass hier erhebliche Versäumnisse vorlagen. Und als achten Punkt, und das ist ja gerade aktuell, wir brauchen endlich eine Offenlegung und Aufarbeitung der Erkenntnisse von Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex. Der NSU-Komplex und die politische Aufarbeitung haben tiefen Wunden hinterlassen, und die Geschichte scheint sich ständig zu wiederholen. Es ist doch offensichtlich, und das hat der Innenminister ja nun auch eingeräumt, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes im Jahr 2015 auch wieder falsch war. Die Akten hätten 2015 nicht aus dem Verfassungsschutzsystem gelöscht werden dürfen. Sie hätten dem NSU-Ausschuss zur Verfügung gestellt werden müssen. Herr Schaus, kommen Sie bitte zum Ende. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Es ist gerade mitgeteilt worden, dass der Generalbundesanwalt den NSU-Bericht des Verfassungsschutzes, in dem Stefan E. 11-mal genannt wird und mögliche Zusammenhänge bestehen, nach 4 Monaten immer noch nicht bekommen hat, obwohl hier Mord- und Terrormitteilungen laufen. Zudem hat heute das Netzwerk EXIF Recherche und Analyse mitgeteilt, und hier ist das Foto, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Hier ist das Foto, das der mutmaßliche Mörder von Stefan E. und Markus Hartmann gemeinsam am 1. September 2018 an einer Demonstration, an einer berühmten Demonstration der AfD in Chemnitz teilgenommen haben. Das ist die Demonstration, bei der dann auf Polizisten und auf Ausländer eingeprügelt wurde. Und insofern sind Sie mit in der Verantwortung für das, was hier alles passiert. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da uns dazu jetzt zahlreiche Anträge vorliegen, arbeite ich die Anträge ab und die Redner, die dazugehören. Somit hätte jetzt als nächstes Herr Bellino für die CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es an dieser Stelle schon oft gesagt und wiederhole es auch heute. In unserem Land ist Platz für vieles und Platz für viele, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige oder Andersabstammende. In unserem Land ist Platz und Raum für politischen Streit, für gesellschaftlichen Diskurs, für Demonstrationen, aber kein Platz für Drohungen, für Gewalttaten oder gar Extremismus. Extremismus wird nicht geduldet und darf niemals geduldet werden. Wir ächten jede Form von Gewalt. Und daher ist es auch eine immerwährende Aufgabe von Staat und Zivilgesellschaft, hinzusehen und, wenn notwendig, einzuschreiten. Deshalb benötigen wir Präventionsprogramme. Ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass wir jedes Jahr 5,7 Millionen € im Landeshaushalt dafür bereitstellen. Deshalb benötigen wir Präventionsprogramme zur Verhinderung von Straftaten, zum Verhindern des Abgleitens in radikale Milieus, wie wir das hin und wieder
bedauerlich feststellen müssen. Deshalb benötigen wir aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden, von der Polizei über die Staatsanwaltschaft bis zum Verfassungsschutz. Wir tun dies auch in Zukunft. Extremismus, meine sehr geehrten Damen und Herren, in welcher Form und unter welchem Deckmantel er auch immer daherkommen mag, kann unsere Lebensweise ernsthaft gefährden bzw. gefährlich werden. Denn Extremismus will nur eins, zerstören. Er will nicht überzeugen, er will zerstören. Wo die Demokratie ausgleichend und abwägend und deshalb auch manchmal langsam ist, ist er menschenverachtend, vereinfachend und destruktiv. Deshalb tritt Hessen dem Extremismus in jeglicher Form schon lange sehr entschlossen entgegen. Präventiv, repressiv und nicht zuletzt ganz aktuell mit dem Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze, was auch ein Reflex, also auch eine Reaktion auf die schlimmen Vorgänge vor und nach der Ermordung Walter Lübkes geschah. Und bei aller Betroffenheit im Nachgang zu den schlimmen Mordfällen und Mordversuchen in jüngster Vergangenheit gilt es aber auch objektiv zumindest zweierlei festzustellen. Erstens. Eine absolute Sicherheit kann es in einer Demokratie nicht geben. Und Hessen ist keinesfalls der braune Fleck Deutschlands. Ganz im Gegenteil. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. In Bezug auf rechtsextreme Straftaten stehen wir an viertletzter Stelle. Hier geht es, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht um Beschönigen. Denn es gibt eine Zunahme rechtsextremistischer Umtriebe. Und jedem Einzelnen dieser Umtriebe soll die gesamte Härte des Rechtsstaates entgegenschlagen. Hier geht es jedoch auch. Hier geht es jedoch auch darum, objektiv zu bleiben und vor allen Dingen nicht durch das Schüren von Ängsten den Verfassungsfeinden in die Karten zu spielen. Wir haben festgestellt, es wurde neulich in der PKV wieder deutlich, in der Kriminalstatistik, nicht in der PKV, da kam jetzt gerade eine Einladung. Ich wollte nur sicherstellen, nicht dass, ich zitiere aus der PKV. Wir haben in der polizeilichen Kriminalstatistik sichergestellt, dass Hessen eines der sichersten Länder ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dies auch das Ergebnis der guten Arbeit unserer Sicherheitsbehörden ist. Das zeigt sich auch beispielsweise an der Tatsache, dass nur in Anführungszeichen zwei Wochen nach dem schlimmen Mord an unserem Freund Walter Lübcke der mutmaßliche Täter festgenommen werden konnte. Und dies aufgrund einer Minischuppe, die sichergestellt und zugeordnet werden konnte. Aufgrund der akribischen Arbeit von 200 Beamtinnen und Beamten in dieser damals eingerichteten SOKO. Aber auch aufgrund der akribischen Spurensicherung an früheren Tatorten. Denn da kam ja diese kleine Schuppe her. Und weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sicherheit, und zwar die größtmögliche Sicherheit, nach wie vor unser Anspruch ist, werden wir nicht nachlassen, auch nicht in der Bekämpfung des zunehmenden Rechtsextremismus. Ich nenne beispielsweise die Überprüfung von abgekühlten Extremisten. Ich nenne das Vorgehen gegen jede Art von rechtsextremen Veranstaltungen. Auch die Unterstützung der Kommunen ist hierbei zu erwähnen. Ich nenne das Begleiten neuer Formate. Was früher die erfolgreich verhinderten, gerade in Hessen erfolgreich verhinderten Musikveranstaltungen dieser Rechtsextremen waren, sind heute, wie wir leider wissen oder wie wir leider erfahren müssten, getarnte Kampfsportveranstaltungen. Aber da sind wir dabei, dies zu verbieten, wenn der Rechtsstaat dies ermöglicht. Ich nenne ebenfalls stellvertretend die sogenannten Anklopfaktionen, dass man bei Menschen, bei denen man das Gefühl hat, die sind dabei abzukleiden, anklopft und sagt, pass auf, wir haben dich auf dem Radar. Und ich nenne auch die Verschärfung von Gesetzen, wo sie notwendig sind, beispielsweise, dass die Beleidigung auch im Netz als Offizialdelikt einzustufen ist. Aber ich sage auch zur Realität einer freien Gesellschaft gehört, dass wir nicht jede Straftat aufklären können und nicht jede Straftat präventiv verhindern werden.
und nicht jeden potenziellen Extremisten 24 Stunden am Tag überwachen können. Absolute Sicherheit gibt es nicht und wird es in einer freien Gesellschaft nie geben können. Denn der Preis für eine solche Sicherheit wäre ein Überwachungsstaat à la George Orwell, und den wollen wir natürlich auch nicht. Wir sollten, da wir dieses Thema und die ganzen Anträge auch in dem Ausschuss weiter diskutieren werden und darüber hinaus in ganz Deutschland dieses Thema in Zukunft auch auf dem Schirm haben, wir sollten in einen offenen Dialog gehen. Wir sollten darüber sprechen, wo wir mehr Überwachung für geboten halten, wo wir schärfere Gesetze benötigen, wo wir Speicherfristen verlängern, wie wir verhindern können, dass Extremisten legal an Waffen gelangen können. Wir alle wissen, dass unser Innenminister hier ja auf Bundesebene unterwegs war und unterwegs ist. Sehr geehrte Damen und Herren, an uns wird es nicht scheitern, wenn wir Deutschland und Hessen noch sicherer machen wollen, wenn wir es den Extremisten, Terroristen und allen anderen Verbrechern noch schwerer machen wollen, durch die entsprechende materielle und finanzielle Ausstattung und die entsprechenden Gesetze. Wir standen und stehen nach wie vor für Freiheit und für Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Danke, Herr Bellino. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind uns bei diesem Thema an vielen Stellen einig, und dennoch ist es wichtig, dass sich der Landtag dazu öffentlich positioniert. Und auch wenn wir uns einig sind, zeigt das Vorliegen von vier unterschiedlichen Anträgen, dass es dann doch Nuancen gibt. So taucht bei den Linken im ersten Satz bei der Beschreibung der Gesellschaft an erster Stelle das Wort sozial auf, aber nicht das Wort frei, was uns schon einmal schwerfällt an anderen Punkten, die in dem Antrag auch richtig sein können, insgesamt uns dazu zu positionieren. So wird beim Antrag der AfD alles sehr, sehr knapp und kurz gehalten, weil konkrete Positionierungen sind schwierig. Und dann gibt es auch umfangreichere und differenziertere Anträge, die dann durchaus inhaltlich zu betrachten sind. Meine Damen und Herren, wir sind uns alle einig, dass wir jegliche Straftaten, die sich gegen die Grundlagen des Rechtsstaats und die Verfassung und die Werte in unserer Gesellschaft richten, verurteilen. Wir sind uns auch einig, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen und stärken müssen, weil es unumstößlich ist und es ist Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger, für Freiheit, Sicherheit und Demokratie einzustehen. Und dieses Signal muss von diesem Parlament ausgehen. Und ich sage auch ganz klar, unser Rechtsstaat muss wehrhaft sein. Wir dürfen den politisch motivierten und auch den religiösen Extremisten nicht weichen. Die Diskussion darüber, mit welchen Maßnahmen wir irgendwas machen können, die müssen wir im Detail führen. Aber ich glaube, wir müssen der Gesellschaft und den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, dass die Politik hier die richtigen Wege findet. Wir müssen mit aller Entschlossenheit den extremistischen Tendenzen, auch den Debatten und den Erscheinungen, die es im Bereich der Sicherheitsbehörden gegeben hat, uns entgegenstellen. Bei der aktuell zu Recht in der Öffentlichkeit stehenden Debatte um die Auseinandersetzung mit dem Problem des Rechtsextremismus dürfen wir jedoch auch die Bereiche des Linksextremismus und des Salafismus nicht aus den Augen verlieren. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil die Ressourcen, auch die personellen Ressourcen, begrenzt sind. Und dennoch müssen wir es schaffen, alle Bereiche des Extremismus in den Blick zu nehmen. Wir haben leider mit dem Mord an Dr. Walter Lübcke nach dem Mord an Heinz-Herbert Karre das zweite tödliche Attentat an einem politischen Repräsentanten in Hessen. Das ist schockierend. Der Vorfall ist schockierend und muss die Demokratie und Gesellschaft nicht nur nachdenklich und betroffen machen, sondern eben auch zu einer intensiven Auseinandersetzung dazu bewegen, wie wir mit den Strukturen des Extremismus und insbesondere des Rechtsextremismus umgehen. Wir müssen fehlerhafte Abläufe in der Vergangenheit finden, die auch dazu geführt haben, dass der mutmaßliche Täter am Mord von Dr. Walter Lübcke nicht aus den Augen, dass er aus den Augen geraten ist, wie das passieren könnte. Und das muss aufgeklärt und schonungslos auch offengelegt werden. Dazu will ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es durchaus
auch in der Landesregierung erkannt ist, dass das die Aufgabe ist. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, mitunter beim Informationsverhalten zu sehen. Es ist tatsächlich nicht einfach, den richtigen Weg zu finden, weil natürlich laufende Ermittlungen zu berücksichtigen sind. Das steht ganz außer Frage. Und umgekehrt besteht in der Öffentlichkeit ein erhebliches Interesse an Informationen. Und das in Einklang zu bringen, ist schwierig. Ich binde es jetzt doch an der Stelle ein. Das, was wir gerade auf hessenschau.de lesen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Wenn geheime Informationen, das müssen wir auch klären, ob das Freigabe und Erlaubnis gab vom Innenminister, wo auch immer. Normalerweise gehören diese Dinge in die PKV. Dann ist das unerhört, wenn das auf diesem Weg erfolgt. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, das in der Form zu machen. Aber das ist genau das, was ich meine. Den richtigen Weg für die Informationspolitik zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Und das geht ständig daneben. Das ist zumindest das Gefühl und der Eindruck, der sich aufdrängt in der Öffentlichkeit. Und das ist auch die Kritik am Innenminister, dass er da immer noch nicht den Weg gefunden hat zwischen dem Schutz der laufenden Ermittlungen auf der einen Seite, aber auch den öffentlichen Interessen, dem öffentlichen Interesse an Informationen auf der anderen Seite, den ich gar nicht sagen will, dass er leicht ist. Aber er ist immer noch nicht gefunden worden, was auch zu einer gewissen Unzufriedenheit führt und immer wieder leider auch zu Debatten führt. Wir kommen aber nicht drum herum, diesen Weg weiter zu suchen, weil nur wenn Transparenz und Information auch in der Öffentlichkeit vorhanden ist, die Sorgen und die Unruhe in der Bevölkerung entsprechend eingedämmt werden kann bzw. es dazu kommen kann. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie die notwendigen Konsequenzen aus den aktuellen Vorfällen mit rechtsextremem Bezug zieht und prüft, wo Handlungsbedarf besteht. Neue Strukturen müssen dann entsprechend eingeführt werden. Und man muss auch prüfen, wo in anderen Extremismusbereichen diese neuen Strukturen eingebunden werden können, weil Erkenntnisse aus einem Bereich sollte man dann auch gleich schauen, wo man sie in anderen Bereichen mit berücksichtigen kann. Dazu sind die Arbeitsweisen in den Sicherheitsbehörden und insbesondere im Bereich des Verfassungsschutzes auf den Prüfstand zu stellen und eben die Fehler, die gemacht wurden bei der Verfolgung und Verhinderung von Taten, um diese zu verhindern, dass sie sich nicht wiederholen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Ansätze, die man jetzt schon gegangen ist, in die richtige Richtung weisen. Sie sind aber auch nicht ganz einfach, wenn man zur Verfolgung sogenannter abgekühlter Täter kommt oder Extremisten kommt, dann ist es immer auch eine Einzelfallbetrachtung. Da ist es sehr genau zu überprüfen, wie weit das gehen kann und wie weit man das machen kann. Aber es ist der richtige Weg, dass man, bevor man jemanden löscht, sich den Fall noch einmal genau anschaut. Wir brauchen Transparenz, und wir müssen schauen, wie man diese Netzwerke angeht. Herr Schaus, Sie haben eben gesagt, Verbot von Eudoxie und anderen rechtsextremen Organisationen. Ja, das wird lange diskutiert und ist auch durchaus richtig. Das Problem ist nur, auch damit wird man am Ende nicht das Problem letztendlich lösen, weil sich dann die... Ja, aber das Problem ist ja, dass man dann auch entsprechend die Strukturen zerstört hat. Und dann muss man wieder extrem aufpassen, dass man die Mitglieder nicht aus den Augen verliert und das, den Kontakt verliert. Ja, das, Nein. Hören Sie doch zu. Ich bin ja dabei. Wir haben das auch schon deutlich gefordert, dass diese Organisationen verboten gehören. Aber man muss sich bewusst sein, was es auch für Folgewirkungen haben kann. Und das will ich Ihnen nur deutlich sagen, dass Sie nachher dann nicht wiederkommen können mit den Folgen, die entsprechend dann zu berücksichtigen sind. Meine Damen und Herren, wie schwierig, nein, überhaupt nicht, wie schwierig diese ganze Aufgabe ist, zeigt die Debatte, was in der Zeitung zu lesen war, dass der Name Stefan E. in der Akte, die dem Untersuchungsausschuss NSU vorlag, 11-mal auftaucht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich will mich nicht anschließen und irgendwelche Geheimnisse verraten, aber das stand jetzt öffentlich in der Zeitung, und darauf beziehe ich mich. Und trotzdem ist er nicht als Zeuge vorgeladen worden. Das zeigt aber auch, ich gehe es sehr differenziert an, wie schwierig es ist, die richtigen Probleme, die richtigen Personen ausfindig zu machen. Und trotzdem hätte es nicht dazu kommen können, dass man ihn aus den Augen verliert. Nur der Vorwurf ist leicht gemacht. Die Wege zu finden und die Ansatzweisen, wie man das verhindern kann, das ist die Aufgabe, die jetzt gelöst werden muss. Und da ist noch einiges an Arbeit zu leisten, meine Damen und Herren. Ich möchte dabei auch darauf hinweisen und begrüße ausdrücklich, dass Herr Bellino darauf hingewiesen hat, dass es keinen Überwachungsstaat geben darf, dass die Vorfälle dieser Tat nicht für eine grenzenlose Ausweitung der Befugnisse genutzt werden darf.
Denn die Freiheit hat auch ihren Wert bei aller Sicherheit. Es wird nie komplette Sicherheit geben können. Das ist so. Und dennoch werden wir uns damit beschäftigen, und zwar ideologiefrei damit beschäftigen, an welcher Stelle Instrumente verändert werden müssen und wo entsprechende Abläufe in den Behörden angepasst werden müssen. Ich will aber dann auch noch einmal der Sorge Ausdruck verleihen, was die Veränderung der Gesellschaft anbelangt. Und damit meine ich das Absinken der Hemmschwelle gegenüber Gewalttaten. Wenn ich sehe, und da betrifft mich auch der Mord an Dr. Walter Lübcke, aber gerade auch der Vorfall in Wächtersbach und auch in Taunusstein, wo mit einer Schleuder Stahlgeschosse auf Menschen abgefeuert wurden, nur weil diese erkennbar ausländischer Herkunft waren, und beide Täter offensichtlich nicht vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden waren. Und das macht mir wirklich Sorgen, wenn diese Hemmschwelle, diese Bereitschaft in der Bevölkerung so weit absinkt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da ist einiges zu tun. Da müssen wir alle gemeinsam deeskalierend wirken. Da müssen wir aber auch als Politik Lösungsansätze bringen, die den Leuten deutlich machen, dass wir die Probleme, die sie sehen, in den Griff bekommen. Und, meine Damen und Herren, da will ich niemanden hören, der sagt, wir haben schon immer davor gewarnt, und jetzt seht ihr doch, dass es passiert. Es gibt Gruppen, die das so machen, die sitzen durchaus auch hier im Parlament. Das ist zu einfach. Wir brauchen Lösungsansätze, und die höre ich von der Gruppe auch nicht. Und diese Lösungsansätze müssen wir gemeinsam erarbeiten, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass wir die Gesellschaft so in Ordnung halten und für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung auch die Rahmenbedingungen setzen. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Graf zu Wort gemeldet. Verehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Selbstverständlich ist es wichtig und gut, dass wir uns gemeinsam, wie ich es auch schon in einer meiner ersten Reden angesprochen habe, gegen Extremismus stellen. Aber dieser Antrag von der Fraktion DIE LINKE ist wie alle das Thema Extremismus betreffenden Anträge von Ihnen nur dem Kampf gegen Rechtsextremismus gewidmet und damit zu einseitig. Dies mag unter anderem in der DNA der Partei DIE LINKE verankert sein, aber gerade gegen Rechtsextremismus wird in unserem Land doch jetzt schon sehr viel unternommen, wie bereits auch schon aus den Reden zuvor zu entnehmen war. Lieber Herr Schaus, ich vermisse bei Ihnen den Kampf gegen Linksextremismus, Islamismus und anderer Formen von Extremismus. Weiterhin kann ich auch nicht erkennen, dass Sie sich klar von Linksextremismus abgrenzen. Um zu verdeutlichen, weshalb wir im Kampf gegen den Extremismus eben nicht nur auf einen Bereich uns konzentrieren dürfen, habe ich ein paar Zahlen für Sie. In Hessen werden 13.400 Männer und Frauen vom Verfassungsschutz im Jahresbericht 2018 als extremistisch eingestuft. Davon 1.475 Personen dem Rechtsextremismus. Das sind 1.475 Personen zu viel. Linksextremismus, 2.570 Personen und 4.170 Personen, die dem Islamismus zuzuordnen sind. Sich in Anbetracht dieser Zahlen vor allem auf Rechtsextremismus zu konzentrieren, wäre schlichtweg unverhältnismäßig und ist sogar populistisch. Wir müssen mit aller Macht gegen jede Form von Extremismus entschlossen vorgehen. Deshalb haben wir auch einen entsprechenden Antrag eingebracht. Lieber Herr Schaus, ich möchte den Kampf gegen Rechtsextremismus wirklich nicht schmälern. Aber an den eben genannten Zahlen sehen Sie, dass wir eben nicht den Fehler machen dürfen, über den durch viele geradezu hysterisch geführten Kampf gegen Rechts die anderen Ausprägungen des Extremismus zu vernachlässigen. Genau das
Genau das passiert aber, wenn wir immer nur über den Kampf gegen Rechts reden und fast ausschließlich darüber berichtet wird. Der hier vorliegende Antrag von der Fraktion DIE LINKE trägt aber leider wieder einmal genau dazu bei. Vielleicht sind Sie ja auch mit voller Absicht auf dem linken Auge blind, da links Ihnen potenziell Kreuze bei Wahlen bringt. Ändern Sie Ihren Antrag und nehmen Sie alle Formen des Extremismus in Ihrem Antrag auf, und wir werden diesen Punkten zustimmen. Gerne. Gerne auch in einem gemeinsamen Antrag gegen Extremismus mit allen Fraktionen zusammen. Aber das wollen Sie ja nicht. Und da zeigt es sich eben, dass wir die offeneren und ehrlicheren Demokraten hier im Hause sind. Sie bringen uns ja förmlich dazu, zukünftig speziell Anträge gegen Linksextremismus und Islamismus zu setzen, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Zur geforderten Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffgesetzes bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir dieses Gesetz hier nicht ändern werden, da es sich um ein Bundesgesetz handelt. Überdies ist es fraglich, ob diese Maßnahmen in der Praxis tatsächlich Wirkung zeigen. Denn ein Verbot schützt in der Regel nicht vor der Tat mittels einer in irgendeiner Weise beschafften Waffe. Und die Waffenbesitzer allgemein über einen Kamm zu scheren, wird den vielen Jägern, Sportschützen usw. so nicht gerecht. Denn diese gehen fast ausschließlich sehr verantwortungsbewusst mit ihren Waffen um. Zudem fordern sie, dass rechten Extremisten der Zugang zu Waffen verwehrt bleiben soll. So weit, so gut. Aber daraus schließt sich, dass Sie es linken Extremisten und allen anderen nicht verwehren wollen. Da erwarten Sie doch nicht ernsthaft, dass dies zustimmungsfähig ist. Leider sind wir Menschen bzw. die Täter sehr kreativ, wenn es darum geht, sich Waffen zu besorgen. Diese kriminellen Personen sind das eigentliche Problem. Aber diese treffen Sie mit einer Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffgesetzes eben nicht. Unter 7 fordern Sie sinngemäß eine disziplinar- und strafrechtliche Ahndung im öffentlichen Dienst, insbesondere bei Sicherheitsbehörden und dem Militär. Das ist aber längst schon der Fall und findet auch konsequente Umsetzung in unseren Behörden. Hier stelle ich mir wirklich die Frage, ob Sie es immer noch nicht verstanden haben. Das hatten wir doch alles schon, und selbst bei Ihnen müsste dies mittlerweile angekommen sein. Und wenn nicht, dann hören Sie dem Innenminister einfach genauer zu. Vielleicht werden selbst Sie dann erkennen, dass man in dem Bereich kaum noch mehr machen kann, als eh schon getan wird. Die Kollegen der Polizei berichten aktuell von einer regelrecht stattfindenden Hexenjagd. Was bzw. wie könnten wir hier etwa noch etwas verschärfen? Im Übrigen, was für ein Signal senden Sie mit dieser Forderung an unsere Bürger und vor allem an unsere Polizisten? Sie erwecken den Eindruck, dass unsere Polizisten Straftäter, Extremisten und Ähnliches sind, dass unsere Behörden in einem solchen Fall nicht eingreifen würden, und das ist schlichtweg falsch. Sie treffen mit Ihrer Forderung eben nicht nur die ganz wenigen schwarzen Schafe, sondern auch all diejenigen, die tagtäglich selbstlos und aufopferungsvoll für unsere Sicherheit von uns allen in ihren Dienst versehen und oftmals auch den Kopf für verfehlte Politik hinhalten müssen. Und an dieser Stelle sagen wir Ihnen ganz deutlich, da machen wir nicht mit. Wir werden Ihnen diese vielen Kollegen und sehr anständigen Menschen, und das wird oftmals schnell vergessen, unsere Polizisten sind Menschen und Bürger unseres Landes. Wir werden Ihnen diese Menschen nicht zum Fraß vorwerfen. Im Gegenteil, Ihnen gehört Respekt und Anerkennung. Also wissen Sie eigentlich, was Sie da anrichten, werte Kollegen von DIE LINKE? Ich glaube, Sie wissen es genau.
und sie tun dies mit voller Absicht. Bei der geforderten Offenlegung und Aufarbeitung der Erkenntnisse von Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex sind wir gegen die Offenlegung, aber nicht gegen eine Aufarbeitung. Wir vertrauen hier unseren Sicherheitsbehörden und sehen in der Offenlegung eine Gefährdung aktueller und zukünftiger Arbeit der Sicherheitsbehörden und lehnen sie unter anderem aus diesem Grunde ab. Somit lehnen wir Ihren einseitigen Antrag ab. Weiterhin enthalten wir uns bei den Anträgen von CDU, Bündnis 90 die Grünen und der FDP, da wir einen eigenen, sehr deutlichen und klaren Antrag eingebracht haben, der den Kampf gegen Extremismus auf den Punkt bringt und nicht, wie Sie behaupten, lieber Herr Müller, absichtlich etwas weglässt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Graf. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Ihre Formulierung, dass irgendjemand hier irgendjemanden Polizisten zum Fraß vorwerfen müsst, ich ausdrücklich rüge. Meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht um schonungslose und lückenlose Aufklärung im Mordfall Dr. Walter Lübcke und die hessischen Sicherheitsbehörden unter Verantwortung des hessischen Innenministers Beuth müssen endlich für Transparenz und Aufklärung sorgen. Aber auch eine angemessene Information der Öffentlichkeit muss endlich sichergestellt werden. Nur so wird Aufklärung glaubwürdig. Es ist ein Skandal, dass ein Journalist das Landesamt für Verfassungsschutz verklagen muss, um Informationen zu bekommen, wie vielmal ein bestimmter Name in bestimmten Unterlagen auftaucht. Dies ist, meine Damen und Herren, Ausübung der verfassungsrechtlich garantierten Pressefreiheit. Und da sollten wir gemeinsam darauf achten, dass genau dies garantiert wird, auch im Bundesland Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn das so die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, wenn das Landesamt für Verfassungsschutz erklärt, alle Tätigkeiten der Nachrichtendienste vom Anspruch auf Informationszugang auszuschließen, so ist das eine absolute Unverschämtheit. Nicht die Nachfragen von Journalisten gefährden die innere Sicherheit des Landes, sondern das Versagen von Sicherheitsbehörden, die nicht richtig hinschauen und Fehleinschätzungen unterliegen. Dann wird das nämlich erst zu einer Bedrohung für die innere Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer wie die GRÜNEN insbesondere auf Bundesebene, Sie haben einen renommierten Politiker, Herrn von Notz, wenn ich das richtig sehe, der erst am 22.09. mit Anlage des Weltartikels dann getwittert hat, diese Akten müssen endlich und sofort ungeschwärzt den zuständigen Kontrollgremien zur Verfügung gestellt werden. Der Makel der von Merkel versprochenen, aber nicht erfolgten rückhaltlosen Aufklärung muss proaktiv ausgeräumt werden, sonst droht der finale Vertrauensverlust. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird in den Sonntagsreden in Berlin gefordert, und im Alltag montags in Wiesbaden gibt es durch die GRÜNEN hier in Wiesbaden Behinderung bei der Aufklärung. Das passt nicht zusammen. Das ist Heuchelei. Und Herr Kollege Wagner, ich habe den Zwischenruf gehört, und dann machen wir es einmal sehr konkret und sehr deutlich, was sich dieser Tage in der letzten Stunde, in den letzten anderthalb Stunden in Hessen abgespielt hat. Pressemitteilung oder Bericht Hessenschau, 12.40 Uhr. Der Abgeordnete Frömmrich, wie andere Kollegen des Hauses, Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, hat den Akten geschaut und zitiert daraus öffentlich aus Geheimakten, nach angeblicher Erlaubnis des Innenministers. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern hat die Kollegin Faeser, und habe ich in diese Akten reingeschaut, in Akten, ich darf nicht sagen, welche, ausdrücklich wurde uns gesagt, das sind Geheimakten. Wir haben Notizen gemacht, die liegen jetzt im Tresorschrank des Hessischen Landtages. Und dann stimmt gar nicht. Wie können Sie denn das behaupten? Sie waren da gestern gar nicht dabei, als die Kollegin Faeser und ich da waren. Und diese Akten waren als geheim eingestuft. Und Sie stellen sich heute hin. Gibt es mittlerweile Abgeordnete erster und zweiter Ordnung im Hessischen Landtag? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal erster Ordnung.
Und wir prüfen zurzeit auch eine Anzeige wegen Geheimnisverrat. Weil der Innenminister hat im NSU-Ausschuss einen Journalisten angezeigt wegen Geheimnisverrat. Gab es Ermittlungen. Das war Pillepalle. Und hier zitiert Herr Frömmrich, das wird ein Rohrkrepierer für Sie sowieso, sondergleichen, zitiert aus Geheimakten. Weil gestern wurde uns das untersagt, und Kollegin Faeser und ich haben sich daran gehalten. Und ich habe auch schon eine Sondersitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission, und Frau Faeser hat eingeladen zu Beginn der Mittagspause. Es reicht jetzt mit diesen schwarz-grünen Spielchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es reicht endgültig. Und das, Herr Wagner, ist damit gemeint mit der Heuchelei von Schwarz und Grün. Wenn wir, die Anträge haben wir alle sehr genau gelesen. Wir können auch Ihrem Antrag bis auf die letzten zwei Ziffern zustimmen. Wir werden uns da enthalten, weil es die übliche Belobigung der Regierung ist. Das machen wir nicht mit. Den anderen Dingen stimmen wir zu. Weil, wenn es darum geht, dass dieser Rechtsstaat auch gefährdet ist, diese Demokratie, dann müssen die Demokraten gemeinsam wachsam sein. Aber was Sie hier machen, ist ein ganz mieses Spiel, eine Stunde vor der Debatte so etwas zu inszenieren. Da steckt ja dahinter. Und zu suggerieren, da ist alles nichts dran, weil wir haben den Weltartikel auch gelesen. Aber da wir nicht aus Geheimunterlagen zitieren dürfen, kann ich mich an der Diskussion nicht beteiligen, weil ich halte mich an Spielregeln. Aber dass Sie sich Sonderregeln schaffen, das ist nicht mehr akzeptabel. Das nehmen wir auch nicht mehr hin. Ja, es gibt in Nordhessen seit Jahren eine rechte Szene, wo eben Stefan Ernst dabei ist, Markus Hartmann, jetzt kommt Elmar J. dazu. Wir fragen uns, Herr Innenminister, was haben Sie in den letzten Jahren gemacht, um diese Personen auf den Fokus zu haben? Sie haben jetzt neulich einmal gesagt, die seien alle abgekühlt. Na ja, es gab die Geschichte der Erteilung einer Waffenbesitzkarte für Markus H. in den Jahren 2012 folgende. Da wurden die Sicherheitsbehörden gefragt, das ist Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Waffengesetz. Was haben Sie eigentlich da gemacht? Ja, was haben Sie eigentlich gemacht? Augen zu und durch. In den letzten Jahren wurden 15.000 Stellen bei den Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik geschaffen, darunter auch welche in Hessen. Was haben Sie eigentlich gemacht, diese Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und es gibt eine rechte Szene in Nordhessen. Das hat die CDU immer bestritten, 2014 bei der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen übrigens auch wissen, auch eine interessante Frage, die ich an Sie stelle, können Sie ja was zu sagen, hatte Herr Temme, der ehemalige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, Kontakte zu Stefan Ernst? Zu Herrn H., zu Herrn J. Hat das irgendjemand mal von hessischen Sicherheitsbehörden überprüft, meine sehr verehrten Damen und Herren? Die Frage stellen wir Ihnen hier und heute. Und ich sage das jetzt auch sehr deutlich und allerdings sehr bewusst, weil es vorher auch einen Hinweis an den Innenminister gab, wo es keine Reaktion gab. Herr Temme ist noch Mitarbeiter des Regierungspräsidiums, wo viele Mitarbeiter sagen, unser Chef ist von einem Rechtsterroristen ermordet worden. Ich sage das sehr bewusst. Wir halten das nicht für akzeptabel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Mordfall Lübcke sind viele Dinge nicht geklärt. Und Sie schlagen ja ständig, alle Unterlagen liegen vor. Aber zur lückenlosen und nachhaltlosen Aufklärung gehört auch immer Transparenz. Was nützt übrigens ein Gremium, das geheim tagt und keine Unterlagen? Na, Herr Frömmrich, da, Entschuldigung. Also, wenn diejenigen, für die es besondere Regeln gibt, sich an die Geheimhaltung halten müssen, dann ist keine Öffentlichkeit hergestellt. Weil das ist ja genau der Punkt, verloren gegangenes Vertrauen in den Rechtsstaat wieder zurückzugewinnen. Das muss doch eine Lehre aus den schrecklichen NSU-Morden sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der müssen Sie endlich mal nachkommen. Der müssen Sie nachkommen. Und es geht ja genauso weiter. Immer dann, wenn Medienvertreter etwas herausbekommen haben, gibt es eine Obleuteinformation, gibt es eine Pressemitteilung, gibt es von Herrn Bellino die Standardpressemitteilung, ist alles aufgeklärt in Hessen? Ja, ist klar, sie ist alles aufgeklärt. Sie haben ja die ganzen Maßnahmen, hätte ja den Mord an Dr. Lübcke auch gar nicht geben dürfen, weil alles in Ordnung ist in Hessen. Wir haben es mit einem Problem des gesellschaftlichen Ausmaßes zu tun. Wir haben gedacht, nach NSU gibt es nicht. Ja. NSU war auch, erst kamen die Worte, dann die Taten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Stefan Ernst und Markus H. waren in den letzten Jahren in der rechten Szene unterwegs. Wieso, und das ist die zentrale Frage, ist das nicht den vielen Mitarbeitern der hessischen Sicherheitsbehörden aufgefallen? Was haben Sie dagegen nicht unternommen? Das ist eine der zentralen Fragen.
Und deswegen auch nach den Vorkommnissen heute, wo es offensichtlich, ich habe in der Verfassung noch einmal nachgeschaut, schon aus Sicht von Schwarz-Grün Abgeordnete erster und zweiter Ordnung gibt. Wir werden natürlich alle parlamentarischen Möglichkeiten nutzen. Und der Untersuchungsausschuss ist natürlich nach heute eher näher gekommen als weiter weg. Weil das ist ein parlamentarisches Mittel, wo wir an Unterlagen kommen, an die wir sonst nicht kommen. Wir wollen übrigens heute auch wissen, wer hat die Erlaubnis erteilt, auf welcher Rechtsgrundlage. Schriftlich wahrscheinlich, weil das ist ja alles so en passant passiert. Wir lassen Ihnen bestimmte Sachen nicht mehr durchgehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns gemeinsam, ich unterstelle den meisten, zumindest fünf Fraktionen, den Ansatz, dass wir gemeinsam wach sein müssen. Wir haben ja die Anwältin aus Frankfurt, die immer diese Drohmails bekommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie hat jetzt einmal geschrieben, Menschen werden in diesem Land getötet, angefeindet, bedroht und beleidigt, weil sie angeblich Volksverräter oder keine Deutschen sind. Wir müssen Haltung zeigen und unsere Grundwerte mehr denn je verteidigen. Wer das nicht tut, macht sich mitschuldig. Und wir müssen auch die Lehren aus dem schrecklichen NSU-Morden ziehen. Sie haben übrigens auch nicht die Handlungsempfehlung so umgesetzt, wie es sein müsste. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schonungslose Aufklärung und Transparenz, aber keine parteipolitischen Spielchen à la Schwarz-Grün. Vielen Dank.